Geschätzte Damen, geschätzte Herren, es freut uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Wir steigen ein ins Nachmittagsprogramm. Wir haben das bezeichnet mit Input-Referaten, mit zweiter Podiumsdiskussion. Wir haben als ersten Referenten haben wir Dr. Rudi Rechsteiner. Er ist Altnationalrat. Ich denke, deine ersten öffentlichen Auftritte, die waren in den 70er Jahren. Es gab ja damals Kaiseraugst. Dort sollte ein AKW gebaut werden. Er ist etwas jünger als ich und er hat dort als fast noch Jugendlicher, es kommt mir etwas vor wie die Klimastreikenden, hat er dort seine ersten Brandreden gehalten. Er ist nicht stehen geblieben bei diesen Brandreden. Er hat sich intensiv mit Energiefragen beschäftigt. Er hat verschiedene Publikationen gemacht. Er hat es unternommen, in den letzten Monaten wiederum eine Publikation zu machen. Er hat sich bestens erholt, wie Sie sehen. Eine sehr interessante Publikation. Wir haben heute Morgen haben wir ja das Thema angesprochen des Ausbaus des Energieparks in der Schweiz. Und wir haben das auch schon etwas angesprochen, dass die Solarenergie einen zentralen Stellenwert da einnehmen wird. Rudi Rechsteiner hat sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und er wird uns jetzt erstmals aus dieser Publikation Kernbotschaften rüberbringen, wo es da hapert, was da gemacht werden soll. Wir sind sehr gespannt, Rudi Rechsteiner, von deinen neuesten Untersuchungen zu hören. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, darf ich darum bitten, das aufzuschalten. Ich darf Ihnen von meinem Buch berichten, «Die Energiewende im Wartesaal». Und das Ziel heute ist, über Strom zu reden. Strom ist im Zentrum der ganzen Versorgung und Photovoltaik ist im Zentrum der Stromerzeugung. Nun, hier die Übersicht zuerst einmal zu den energiepolitischen Knacknüssen. Wir brauchen Versorgungssicherheit, das heißt, wir müssen die Atomkraftwerke ersetzen. Wir müssen die Wärmepumpen bespeisen und die Elektrofahrzeuge und wir brauchen Winterstrom. Und die These, die ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass wir dieses Thema praktisch vollständig mit Photovoltaik bewältigen können. Alles andere ist Beilage. Was brauchen wir? Wir brauchen 40 bis 45 Terawattstunden. Das sind Milliarden Kilowattstunden. Die Schweiz verbraucht heute 60 Terawattstunden. Also Sie sehen, wir müssen praktisch den Produktionspark, den wir haben, um zwei Drittel vergrößern und die alten Atomkraftwerke ersetzen. Sie sehen hier, wo die Schweiz steht. Weltweit verdoppelt sich Solarstrom etwa alle 3 Jahre. 10 Verdoppelungen in den letzten 20, 30 Jahren. Windenergie sehr ähnlich und die Schweiz ist ein Nachzügler. Wir sind auf Platz 24 in Europa. Das Schöne an dieser Entwicklung ist, rund um die Photovoltaik, die Anlagen werden ständig billiger. Wir befinden uns auf einer Lernkurve und es kommen aber auch neue Nachfrager dazu, vor allem Elektrofahrzeuge, die verdoppeln sich, die Neuzulassungen weltweit alle 24 Monate. Nun, was haben wir, weshalb kommen wir in der Schweiz nicht vorwärts? Es geht vor allem um bürokratische und politische Hindernisse. Wir haben zum Beispiel keine Nutzungsrechte auf Fassaden. Wir dürfen die Dächer außerhalb der Bauzonen nicht nutzen. Wir dürfen öffentliche Infrastrukturen nicht nutzen, zum Beispiel Straßenverbauungen oder Lärmschutzwände. Es gibt kein Konzept für Zäune, Solarzäune, es gibt kein Konzept für Solarstrom in der Landwirtschaft und dazu kommt, die Photovoltaik bezahlt die Stromnetze für die Wasserkraft. Die Wirtschaftlichkeit ist in Frage, weil das Bundesamt nur Anlagen mit Eigenverbrauch finanziert. Es gibt keine anderen Lösungen, alles wurde gestoppt. Wir haben es mit einem Fall von einer Blockade zu tun. Bei der Photovoltaik. Ich möchte Ihnen das kurz zeigen. Wo liegen die Möglichkeiten? Sie sehen hier zum Beispiel
Hochbauten, Straßen, die man nutzen könnte mit bifazialen Zellen, Lawinenverbauungen unten rechts oder eben Fassadenanlagen. Sie sehen, dass diese Balkone, die sind mit Solarzellen eingezäunt, die sind farbig, man merkt gar nicht, dass es Solarzäune sind. Und dann das Thema Netze, die Solarstrom, wenn Sie Solarstrom Ihrem Nachbarn auf der anderen Straßenseite verkaufen, dann finanzieren Sie immer auch die Hochspannungsnetze. Das ist eine brutale Diskriminierung, indem man hier 7 Netzebenen verrechnet für eine Distanz von 20 Metern. Also Solarstrom wird auf der ganzen Ebene des Spektrums diskriminiert. Wir haben es bei der Finanzierung. Ein neues Wasserkraftwerk bekommt 60% Subvention. Bei der Solarstrom ist es auf 30% plafoniert. Also das heißt, im faktisch 4-mal mehr Geld für die Wasserkraft als für Solarstrom. Das ist falsch. Und Sie sehen auch, was passiert ist in den letzten Jahren. Wir haben in der Schweiz 4,5 Terawattstunden zugebaut in den letzten 10 Jahren. Und im Ausland haben unsere Netzbetreiber 12 Terawattstunden investiert. Also das heißt, die Investoren haben mit den Füßen abgestimmt und es wird im Ausland investiert und nicht in der Schweiz. Am brutalsten ist der Vergleich eben bei der Finanzierung. Die Einmalvergütung, das macht etwa einen Rappen aus pro Kilowattstunden Strom. Und viele Wasserkraftwerke bekommen 10 Rappen, Wind- und Biomassekraftwerke bekommen 15 bis 20 Rappen. Also wir haben hier eine ganz einseitige Verteilung der Finanzmittel. Photovoltaik zieht überall den Kürzeren. Nun, wo liegt das Problem? Wir haben zu wenig Ausbau. Einfach deshalb, weil man diesen Ausbau bisher blockiert hat. Früher aus Kostengründen, aber inzwischen ist Solarstrom die billigste Technologie. Und dann stehen wir vor der vollen Marktöffnung. Wir haben hier das Problem, dass neue Schikanen eingeführt werden. Vor allem mit Grundpreisen wird die dezentrale Produktion unrentabel gemacht. Wir haben Nutzungsverbote, wir haben sinkende Rückliefertarife. Das sind die Probleme. Sie sehen hier die Zubauten in den letzten 20 Jahren. Also wir haben seit 7 Jahren einen stagnierenden Markt bei der Photovoltaik. Niemand durfte wachsen. Sobald irgendwo etwas gewachsen ist, hat man wieder gebremst, weil man angeblich Angst hatte vor den Kosten. Und man hat nicht bemerkt, dass Solarstrom aus großen Anlagen heute sehr günstig ist. Sie sehen hier die, in der Tabelle, dass eigentlich bei vollen Kassen gespart wurde. Im Netzzuschlagsfonds liegen 1,2 Milliarden. 50.000 Leute hatten ein Projekt auf der Warteliste und mussten jahrelang warten. Nun, in jüngster Zeit hat sich das ein bisschen verbessert. Wir können in den letzten 2 Jahren von einer Trendwende sprechen. Jetzt wurden erstmals positive Bescheide für Großanlagen und für Kleinanlagen erteilt. Und der Bundesrat will nun mit einem neuen Energiegesetz antreten. Was steht dort drin? Das Gute an diesem Gesetzesentwurf ist, dass man die Versorgungssicherheit verbessern will, inklusive Speicher. Man will mehr Winterstrom und es gibt ein Bekenntnis zur Vollversorgung aus erneuerbaren Energien aus dem Inland. Was hingegen nicht funktioniert, ist die Umsetzung. Man konzentriert sich erneut auf die Resten Wasserkraft, die es noch gibt. Die Technik ist 96% ausgeschöpft. Trotzdem will man vor allem Wasserkraft. Man erlässt Maßnahmen wieder erneut gegen die Photovoltaik. Die großen Anlagen, die besonders billig sind, sollen den Rechtsanspruch auf Einmalvergütung verlieren. Der Ausbaupfad wird auf 100 Megawatt gedeckelt. In Wirklichkeit bräuchten wir 1500 Megawatt bei den Großanlagen. Und dann einfach, was ich schon gesagt habe, keine sicheren Rückliefertarife. Prinzip der Freiwilligkeit, die Netzbetreiber machen mit den Solarstromerzeugern, was sie wollen. Keine Rechtssicherheit und dafür eine planwirtschaftliche Bevorzugung der großen Wasserkraft. Nun, der Grund hinter dieser Aktivismus aus dem Bundesamt ist, dass man offenbar die Spielregeln des Strommarktes nicht zur Kenntnis nehmen will. Die Hauptspielregel ist die, immer wenn die Sonne scheint
oder der Wind bläst, sinken die Preise. Sie sehen es hier rechts im Bild, dass in Kalifornien diese sogenannte Entenkurve, wenn die Sonne aufgeht, sinken die Preise auf Null. Das werden wir auch in der Schweiz haben. Immer wenn die Sonne scheint, werden wir Nullpreise haben. Und deshalb muss man die Solarstromanlagen anders finanzieren als über den Energiepreis. Man muss Investitionen abgelten. Sie sehen dieselbe Systematik links im Bild in Deutschland. Wir haben dort sogar negative Preise, weil die Kohlekraftwerke nicht abgestellt wurden. Um diese Problematik zu lösen, müssen wir andere Finanzierungsmodelle haben und wir müssen mehr Speicher bauen, insbesondere Batterien innerhalb der Verteilnetze. Sie sehen hier oben links, was der Bund will. Also er will Auktionen für Großanlagen auf einem absolut minimalen Niveau, 100 Megawatt pro Jahr. Und was dann passiert ist, dass die Importe steigen, das ist natürlich völlig falsch. Wir können uns problemlos selber versorgen und es kostet auch nicht viel. Aber der Bundesrat hat hier Experten eingespannt, die eigentlich die Blockierung der Photovoltaik zum Ziel haben. Sie sehen hier die Grundpreisproblematik. Der Bundesrat will diese von 30% auf 50% erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Payback-Zeit einer Solaranlage um 20% verlängert. In vielen Gebieten werden Solarstromanlagen dadurch ganz unwirtschaftlich. Das Bundesamt weiß das ganz genau und schaut einfach zu. Dann sehen Sie hier die alten Prognosen der Prognos AG, die die Energieperspektiven produziert hat. Sie sehen, das sind die Prognosen aus 2012. Die haben sich um einen Faktor 5 bis 10 verschätzt, was den Zubau von Solarstromanlagen anbelangt. Und jetzt kommen die erneut und sagen, wir wollen einen Zubau von etwa 300 Megawatt im Jahr. Das heißt, den ganzen Boom der letzten 2 Jahre haben sie völlig verschlafen. Sie wollen eigentlich einen Rückgang der jährlichen Installationen. Die Photovoltaik, man sieht das noch links im Bild, die soll noch einmal 10 Jahre warten. Das ist unglaublich. Und zwar basiert das auf Zahlen aus dem Paul-Scherrer-Institut, die behaupten, Solarstrom koste 10 bis 15 Rappen. Sie sehen hier links die wirklichen Preise. Die Anlagen über 30 Kilowatt kosten unter 10 Rappen. Die Wasserkraft hingegen kostet 15 Rappen. Neue Wasserkraft ist 3-mal teurer als große Photovoltaik. Und das alles will man im Bundesamt für Energie nicht sehen. Man setzt also auf die teurere Energie und blockiert die billige Photovoltaik. Das ist in meinen Augen ein absoluter Skandal. Nun zum Winterstrom. Wie lösen wir das Winterproblem? Sie sehen hier die Anlage von Mont Soleil, die hat einen Winteranteil von 40% und das zwar seit 1992. Sie sehen hier andere Anlagen, hochalpine Anlagen, 55% Winteranteil, wenn man die Anlagen senkrecht stellt, oder eben 45% hier in der Stadt Zürich. Wir lösen das Problem in den Städten. Wir müssen nicht zwingend in alpine Zonen, sondern wir müssen Straßenmauern und Fassaden nutzen. Sie sehen hier einen Solarzaun in Irland. Das sind bifaziale Zellen. Oder hier auf einem Dach in Winterthur. Der Anteil im Winter steigt sofort, sobald Sie die Anlagen senkrecht stellen. Wir wollen, dass die Fassaden alle Fassaden bestückt werden dürfen. Wir müssen aufhören mit dieser Verbotsbürokratie. Sie sehen hier neue Solarzellen in allen Farben. Es gibt sie auch in Weiß, es gibt sie in Granit. Also man sieht sie gar nicht, wenn man es richtig macht. Und Sie sehen hier, das sind andere Beispiele, schwimmende Anlagen auf Stauseen. Allein Stauseen können das AKW Betznau ersetzen, wenn man das will. Sie sehen rechts, wie eben mit steilem Winkel, mit steilem Anstellwinkel die Winteranteile steigen, wenn wir es richtig machen. Sie finden in meinem Buch einen Haufen Vorschläge. Ich hoffe, ich habe sie lustig gemacht. In erster Linie brauchen wir einen vernünftigen Ausbaupfad. Mindestens 30 Terawattstunden bis 2030. Das heißt, eine Vervierfachung der heutigen Installationen. Wir müssen vor allem auch große Anlagen zulassen. Das können wir an Verkehrswegen,
zum Beispiel Eisenbahnstrecken, Lärmschutzwänden erreichen. Wir müssen vollständig auf Winterstrom fokussieren und diesen Strom auch belohnen. Das heißt, wir brauchen ein Fassadenprogramm mit etwas höheren Finanzierungsbeiträgen als die Dachanlagen, weil die Fassaden im Sommer weniger produzieren. Wir wollen, dass selbstverständlich auch Auktionen stattfinden mit einer Preisabsicherung, aber es soll ein Wahlrecht bestehen zwischen Auktionen und fixer Einmalvergütung. Wir wollen, dass die Rückliefertarife anständig festgesetzt werden, für Kleinanlagen 10 Rappen in den ersten 20 Jahren und in den zweiten 20 Jahren der Laufzeit gibt es dann die Marktpreise. Das ist sehr günstiger Strom für die Allgemeinheit. Bei den AKWs wollten sie 15 bis 20 Rappen zahlen und jetzt bei den Solarstromanlagen sind auch 5 Rappen schon zu viel. Ich finde, das ist ein sehr unfairer Umgang mit einer Ressource, aus der wir uns vollständig versorgen können in Kombination mit der Wasserkraft. Ich habe meine Zeit hier ausgeschöpft und komme eigentlich zum Ende. Sie finden noch eine Reihe weiterer Vorschläge. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, wo ich hinaus will. Wir müssen die Verbote wegbekommen, dass wir überall Solaranlagen stellen können, wo tote Fläche ist. Also bereits versiegelte Flächen, die wollen wir vollständig nutzen dürfen. Wir müssen aufhören, Solarstromanlagen überall zu verbieten. Und dann können wir uns sicher versorgen und wir brauchen mehr Speicher in den Städten, dort wo wir wohnen, dezentral in den Kellern der Häuser. Und auch die Netzbetreiber können damit die Netze sehr gut stabilisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Rudi Rechsteiner, für deine Darlegungen. Ich denke, das hat einiges an Sprengkraft in sich.